Wir sind immer noch in Bowsers Schloss gefangen. Wir haben immer noch keinen Ausweg finden können. Aber ich glaube, das wird nicht mehr lange so bleiben. Warte mal, wenn das hier jetzt... Ja, stimmt, das führt wieder zu so einem Knast. Wir könnten die einen Toads aber nicht befreien von dem vorherigen Knast, den wir letzte Folge gesehen haben. Frag mich, ob wir die dafür retten können. Oder ob das genau so ein Fall ist. Sehr traurig, was sie mit den ganzen Toads hier machen. Aber wir müssen nach vorne blicken. Wir haben eine Mission zu erfüllen. Wir müssen Bowser das Handwerk legen. Wir scheinen wirklich ganz oben schon angekommen zu sein im Bowser-Schloss. Ich wette, Bowser chillt gerade bei Peach-Schloss. Wir werden hier also wahrscheinlich nicht auf ihn auftreffen. Warte, geht's weiter? Ich dachte, links würde es diesmal weitergehen. Dann wartet mal. Ist links dann schon wieder dieser komische Shop? Ja, dieser Raum hier, dieses Gebiet ist ja fast genauso vom Layout her wie das, was wir letztens gesehen haben. Aber dass es so gleich ist? Nee, hier ist. Hä, was zum. Was geht denn hier ab? Wo geht es lang? Was ist da unter mir? Knopf. Ah. Ah, Bob. Oder? Nee, einfach nur so. Das reicht sogar schon. Da will ich kämpfen. Ich will nur wissen, wo es lang geht. Oh, doch, Bob-Omb. Es geht nämlich wieder runter. Okay. Dann los. Bloß kein Kampf, bloß kein Kampf. Ach, ich hab gesagt, keinen Kampf! Nein, ich mach das nicht. Ich mach diesen Blödsinn nicht hier mit euch. Da tue ich mir lieber mein Handgelenk weh und Spammer, als dass ich mit euch nochmal kämpfe. Das ist alles... Ach, ernsthaft? Das ist alles nur, weil ich nicht mehr so schnell spinnen kann? Das ist ja super nervig. Okay. Das ist immer sehr nervig, wenn ich so ganz oft A drücke, damit ich fliehen kann. Und dann sehe ich aber in der Leiste, ja, so, Bro, die Leiste geht so nach ganz links. Ja, sorry, Bro. Und ich drücke aber die ganze Zeit nach... Schön. Sobald ein Akrab nach rechts das... Alter, was zum Teufel? Ich kann nicht mal mehr labern hier. Was zur... War ich einfach zu langsam? Oder muss ich das vielleicht von unten, von oben aktivieren? Das kann sein. Vielleicht mache ich es mir einfach viel zu schwer gerade. Ich glaube, ich kann es vielleicht auch einfach... Oh, das reicht nicht, oder? Reicht das? Das reicht wirklich nicht. Vielleicht doch, komm schon. Ja, oh, stopp, stopp, stopp. Oh, der Skiller hier. Was ist das denn? Ultrapilz? Das ist wie Gelee Royale, aber als Heilung. Oha, habe ich noch nie gesehen. Das ist einfach so ein Wonderpilz. Obwohl das hier eigentlich als Wonderpilz gilt. Also keine Ahnung, was die mit den Farben versaut haben. Aber hey. Sehr, sehr nice. Ja. Dann brauche ich den Superpilz auch nicht mehr. Na gut. Und abhauen. Oh, ich habe es kaputt gemacht. Wusste nicht, dass das geht. Okay. Jetzt machen wir aber ernst. Wir wollen hier wirklich raus. Wir wollen endlich zu Peach Schloss hinkehren und herausfinden, was hier Bowser eigentlich anstellt. Wir wissen ja, dass er die Weltherrschaften alles reißen will, bla bla. Bowsers Dorf halt, aber was genau ist sein Plan, wissen wir noch nicht. Keine Ahnung, was da unten ist. Ich will es gar nicht wissen. Wahrscheinlich irgendein Item wieder. Und mal wieder ein paar von euch. Ist ein Knopf? Ja. Okay. Merke ich mir. Warum ist der Boden hier anders? Kommt da eine Falltür? Gibt der Schalter vielleicht irgendwas anderes? Na egal. Aktivieren für mich. Du schaffst es. Du schaffst es. Sehr gut. Nee, was? Wieso hebt das hier hoch? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Ist da was? Hier. Nee.
Oh, man soll das anders eigentlich machen. Oh, jetzt sehe ich auch, was ich falsch gemacht habe in dem anderen Raum. Man soll eigentlich hier stehen bleiben. Dann schnell rüberspringen. Ich hab's mir komplett unnötig schwerer gemacht. Oh Mann. Und doch, hier waren Schlüssel. Also können wir die Toads doch retten. Jetzt tun mir irgendwie die Toads leid, die wir unten nicht retten konnten. Da war nämlich gar kein Schlüssel. Da gab's. Das war alles so linear, da gab's nichts anderes. Also nicht, dass ich zumindest wüsste. Ne? Und was wollt ihr eigentlich die ganze Zeit, hä? Ihr wollt doch nur nerven, Mann. Ihr habt nichts als Unfug im Schädel. Aber okay, wenn ihr unbedingt die Megabombe sehen wollt, dann dürft ihr die Megabombe sehen! Bam! Ach, die leben ja noch. Uah. Nicht gut. Das war gut. Laut Spiel. Reicht der Erdbeben aus? Ich glaube nicht. Nein. Schade. Aber ist nicht schlimm. Boah, Body Slam. Plopp. Hm, 5 Schaden mit dem Body Slam. Auch nicht schlecht. Und was passiert jetzt? Mehr Verteidigung? Ich brauche das aber jetzt gerade nicht. Die stehen ja nur wieder auf. Bisschen Verschwendung. Schade eigentlich. Macht nichts. So, tschüss, Kollege. Man sieht sich. Okay. Ja, also so langsam weiß ich auch nicht mehr, was ich sagen soll. Die ganzen Wände sind grau. Grau wie mein Kopf, wie meine Gedanken. Es ist alles the same. Und es gibt hier nichts Neues mehr zu berichten. Ah ne, man kann hier jetzt weiter. Muss man die Toads nicht retten? Ich wusste nicht, dass hier die Tür ist. Ich wollte nur gucken, ob da vielleicht ein Item noch rumliegt oder so. Jetzt bin ich aber noch mehr verwirrt. Die armen Toadies. Das können wir dir nicht antun, Mann. Ja? Oben, unten? Geh was unten lang. Warte mal, was? Wir sind wieder hier? Okay, dann schätze ich, gehe ich oben lang? Aha. Black Magic hier an der Stelle. Was geht hier ab? Wo bin ich? Hm. Okay. Alles klar, hier ist nochmal ein gefühlter Hub-Area. Ich kann auch mal in alle Richtungen latschen. Geh erstmal hier gerade. Ach so, das ist ein Labyrinth. Oh mein Gott, das ist ein Labyrinth! Okay. Also, oben ist schon mal richtig. Ich würde vermuten, links lang gehen als nächstes. Nein? Nein. Links war nicht richtig. Okay. Also erstmal oben, dann unten rechts. Hier oben, unten, rechts. Ich kann einfach sagen, oben, rechts, unten, rechts. Oder was falsch? Ich gehe nochmal nach rechts. Muss man wieder zurückgehen? Sag, muss ich zurück? Jupp. Nein. Was zur Hölle? Aber hier bin ich doch schon nach rechts gegangen. Hier war ich schon. Kollege, was? Wie bitte? Wie bitte? Ich glaube, ich verliere langsam meine Gehirnzellen. Was geht denn hier ab? Also rechts lang gehen ist falsch. Oben ist immer richtig. Ne? Okay. Aber hier kann man... Was? Ich bin komplett verwirrt. Warte, ist das hier die Lösung? Oben, unten, unten, oben, unten, oben. Oben, unten, unten, oben, unten, oben. Also oben. Ich war ja richtig. Unten. Unten. So.
Okay, hat sich nichts geändert. Ich mache weiter. Dann oben? Oder werde ich jetzt hier zurückgeschleudert? Nee, oben, ja, ja. Unten oben. Ich habe mich nämlich schon gewundert, warum diese Flammen im Hintergrund anders sortiert waren, aus irgendeinem Grund. Wieso Musiknoten? Das war richtig. Wow. Krass. Nehmen wir schon drauf. Können wir schnell abhauen hier. Ich will nämlich nicht kämpfen. Ich könnte die XP-Fall vielleicht gebrauchen, aber ist egal. Ich brauch's nicht unbedingt. I'm good on that. Ich glaube, wir sind fertig. Kann das sein? Hä? Peach? Peach, bist du's? Ah, Mario, du bist gekommen, mich zu retten. Ich bin dir so dankbar. Hey, warte mal. Ich? Oh, ich habe einfach den passenden Moment abgewartet und bin davongelaufen. Du musst gar nicht mehr gegen ihn kämpfen, weil ich mich ja schon in Sicherheit befinde. Verstehst du? Kein Grund zu kämpfen. Lass uns schnell nach Hause gehen. Ich werde dir folgen. Ich würde so... Okay, Peach. Wenn du meinst. Aber wir sollten doch eigentlich doch die Toads retten. Könnt ihr einfach abhauen ohne die Toads? Peach? Was so... warte mal. Du bist gar nicht Peach. Hey. Oh, was? Stimmt was nicht, Mario? Ein verdächtiger Kerl? Ich bin doch nicht sass, hallo? Ich hab nichts gesehen, ja? Du bildest dir nur Sachen ein. Wie, du willst was? Du möchtest die Leute im Pilz mal das retten? Ach, wen kümmern die schon? Aha. Interessant. Wir haben keine Zeit mehr zu verlieren, lass sie verschwinden! Aha. Wenn du das sagst, dann komm, hauen wir ab. Hauen wir ab, Peach. Wir hauen gemeinsam ab. Verstanden? Verstanden. Hinterher. Es kann doch nicht sein, dass uns immer entwischt. Hallo. Stimmt was nicht. Vielleicht der Kerl. Okay, vielleicht muss man erstmal rausrennen. Vielleicht war es nur ein Easter Egg. Okay. Komm dann. Komm dann, rennen wir weg. Ciao. Peach, kommst du noch? Peach? Jetzt sag mir nicht, man muss den einholen. Hm? Also jetzt habe ich aber die Schnauze voll mit dir. Bam! Autsch, wie kannst du nur? Du bist so grausam, Mario. Was willst du von mir? Wo willst du mir wehtun? Ich werde dich bei Pause, kann ich Pause verpissen. Dass du so gemein zu mir bist. Ich werde bei ihm bleiben. Mach doch. Nein, aufhören. Bitte nicht. Helf mir, König Bowser. Ich sagte, auf damit. Ach Mist. Ich frage mich, wie du meine Verkleidung durchschaut hast. Sie war perfekt. Tja, da kann ich ja nun nichts mehr dagegen tun. Dann muss ich dich eben ordentlich verprügeln. Mhm. Ja, das glaube ich, muss ich mal euch tun. Warum sind sie zu viert? Wo kommen die anderen her? Wo zur Hölle sind die anderen auf einmal hergekommen? So, Lucky Lester kann die dann gleich besiegen. Sie fliegen auf mich los, nein! Okay, der hat gesessen, das gebe ich zu. Aber mehr nicht. Nee, nee, nee. Ich muss leider noch mal ein bisschen meine Sternenleiste aufladen. Ich habe die ja letzte Folge richtig verschwendet. Aber ich habe keine Lust auf Fokus. Ich möchte fokussieren, die hier Platz zu drücken. Die Ameisen. Ach, schade, ich mache nicht genug Schaden. Na gut. Denkst du wirklich, das bringt dir was? Und du auch? Okay, er zumindest nicht. Okay, die anderen beiden sind zumindest schlau. Und nehmen ihre Chance, mich nochmal anzugreifen. Oh, die sind... Oh nein, die sind schlau. Ich kann sie nicht mehr mit dem Erdbeben erwischen. No way. No way.
Woher haben sie das gewusst? Das kann doch nicht wahr sein. Nein, das geht natürlich nicht. Alle auf einem Leben. Doof. Sehr doof. Cool, dass sie extra Animationen haben, wie die besiegt werden, die Partner. Extra nur für diese Geister. Da würde ich mir schon so ein bisschen alle mal zu sehen, aber ich glaube, das ist es nicht wirklich wert. Aber kann man sich bestimmt online anschauen. Machen wir die schnell platt. Und dann verlassen wir diesen Ort. Denn über Bowsers Schloss ist Prinzessin Peaches Schloss, wie wir wissen. Ich will da jetzt endlich hin, Mann. Kollege, du nervst. Hat er das schon mal gesagt? Na gut, der ist ja nur mit seinesgleichen umzingelt. Wahrscheinlich hat ihm das noch niemand gesagt. Tja. Es gibt immer jemand, der das zuerst sagt. Und nicht zu mir, Mario. Oh, nicht du schon wieder. Wie in aller Welt bist du so weit in die Fassung vorgedrungen, hä? Naja, ich gratuliere dir. Aber ich fürchte, dies ist das Ende deines Abenteuers. Meine Abwehr ist viel besser als die des anderen Wachtors, ja? Deine Glückssträhne ist genau hier zu Ende. Kommt, Jungs! Ernsthaft, die schon wieder? Die Teenage-Blüten Koopa-Turtles. Jetzt kommen die Koopa-Brüder. Ich wette, du hättest nicht gedacht, uns nochmal wiederzusehen, Mario. Du weißt doch noch, wer wir sind, oder? Nein, wer seid ihr? Was? Ich sagte doch eben, wir sind die Koopa-Brüder, Mario. Wie kannst du es so vergessen haben? Jetzt werden sie dich so richtig kurz und klein schlagen. Na, möchtest du nun lieber abhauen, Wurm? Ich sag dir was, wenn du sie schlägst, darfst du passieren. Natürlich hast du keine Chance, aber du kannst es zumindest mal versuchen. Glaub ja nicht, wir hätten nicht dazugelernt, ja? Unsere Kräfte übersteigt deine schlimmsten Albträume. Nachdem du uns verprügelt hast, haben wir eine neue Technik erlernt und jeden Tag fleißig trainiert. Wir sind nicht einfach nur die Koopa Bros, wir sind die super, ultra, hyper, giga, hippen, krassen, fetten, bonzo, stonzo, fantastic, bombastic Koopa Bros. Pass auf, wie cool wir sein können. Wie? Ah, hab ich dich, Mario! Was will der denn jetzt hier? Endlich, jetzt gehörst du mir. Es war ein regelrechter Krampf, dich zu finden, weißt du? Aber heute nach so langer Zeit werde ich meine offene Rechnung mit dir begleichen. Wie bist du hier reingekommen, Bro? Was zur Hölle? Es steht dir bevor, Mario. Unser letzter Kampf. Nur einer von uns beiden wird das Kampffeld wieder verlassen. Oha, was soll das denn jetzt bedeuten? Hat er damit recht? Ist das wirklich unser letzter Kampf jetzt? Schon wieder, Junior Trooper? Mann, der kleine Kerl hat ja immer noch Eierschale hinter den Ohren. 60 KP, 8 Angriff, 2 Verteidigung. Ah, das ist so klein, krass. Ah, ja, wirklich. Hat ein Sixpack. Was? Er scheint, als könnte er jetzt seine Form verändern. Ja, gut trainiert. Man muss ihn für seine Bemühungen einfach bewundern. Er ist uns bis hierher gefolgt. Seit Anfang zu unseres Abenteuers. Was für eine Hingabe. Aber wie ist er überhaupt bis hierher hochgekommen? Das frage ich mich auch schon. Boah, ja, doch, er macht jetzt Schaden. Ich habe ihn nicht geheilt, Mann. Ich habe nicht erwartet, dass jetzt sowas kommt. Okay. Machen wir mal einen Angriff. Ah, nur 2 Schaden. Nicht gerade das Gelbe vom Ei. laden wir uns mal auf. Solange es geht. Am besten. Ah, Mist, das 7 Schaden ist schon. Das erinnert mich so ein bisschen an den Anti-Guy hier. Macht er vielleicht der Hammer mehr Schaden gegen ihn? Ja, aber sowas von. Okay, Hammer, all the way. So, du lädst dich nochmal auf. Lädst am besten 5 Runden lang oder so auf. Und dann hauen wir gleich rein. Alter, ich muss mich jetzt heilen. Ich hätte es weiter angegriffen. Nein, ich muss mich heilen, Mann. Warum habe ich einen Superpilz? Idiot. Na gut, will ich einen Wackerkick jetzt schon benutzen? Wieso habe ich keine Heil-Items? Ich habe nur den Ultrapilz. Bin ich blöd oder so? Na okay, verschwende ich jetzt halt den Himmelskuss? Nein, ich muss die aufladen. Nein, nein, die kann ich nicht verschwenden. Nicht für so einen Kampf hier. Das kann ich nicht machen. Ja komm, verschwende den Wackerkick. Die Leben sind gerade wichtiger.
So. Da macht nämlich einige dann Schaden, Mann. So, drittes Mal aufladen. Boing, boing, boing. Mhm. Interessant, Kollege. Interessant, was du hier drauf hast. Bam. Am Ende ist er stärker als Bowser. Er wird einfach der nächste Koopa-König hier. So, viermal aufladen. Oh, Goombari wird gleich extrem stark sein. Glaube ich. Hoffe ich. Ich hoffe zumindest. Weil er hat ja gute Verteidigung, der Kollege. Wenn Marin nur zwei Schaden macht. Pro Champ. So, fünftes Mal aufladen. Ich glaube, nächste Runde greife ich mal an. Wir sehen, wie viel Schaden ich mache. Ja, zumindest kann ich es relativ konsistent hier immer ausweichen. Das ist ganz gut. So, aber bitte sagt mir, das macht jetzt sehr viel Schaden mit Goombario. Das würde mich sehr freuen. Angriff! 11, 10, 9, 8. Obliterated, Kollege. K.O. Und nochmal doppelte XP. Der ultimative Own. Let's go. Alter. Würde mir stinken, wenn ich du wäre. So, OP! Das sind wir nämlich. Mist, Mist, Mist! Glaub gar nicht, ich hätte es gewonnen, Mario! Ich schwöre dir, das nächste Mal bist du sowas von dran! Es gibt nochmal ein nächstes Mal? Ich dachte, das wäre der finale Kampf. Huch! Nachdem du den Kerl geschlagen hast, der die Koopa-Brüder geschlagen hat, heißt das, dass du die Koopa-Brüder geschlagen hast? Nein, du hast ihn geschlagen! Er hat sie geschlagen! Aber du hast eigentlich keinen Fingerkuck gemacht, das ist zu verwirrend! Okay, gut. Ich glaube, der Unterschied zwischen dem Kerl und den Koopa-Brüdern ist nicht allzu groß. Wird das passieren? Du wirst es ohnehin nicht schaffen, die hässliche Fettkröte, König Bowser zu besiegen. Ich lasse dir die Ehre zuteil werden, von König Bowser persönlich geschlagen zu werden. Hat der Bowser gerade hässlich genannt, obwohl er aussieht wie Bowser? Habe ich das gerade richtig gehört? Na gut. Irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, ja, die Koopa Bros. Was zu denen? Ich hatte nämlich tatsächlich ein bisschen Angst gehabt, ihn zu kämpfen. Weil ich muss nochmal Goombari dann raus von der Runde verschwenden. Und ich hatte wirklich Angst, gegen die jetzt nochmal zu kämpfen. Vor allem, die so, sich aufgehalten und gesagt, boah, wir sind jetzt voll krass, wir haben so getrainiert. Aber glücklicherweise mussten wir nur gegen den kleinen Kerl wieder kämpfen. Aber mittlerweile finde ich ihn irgendwie lustig. Am Anfang fand ich ihn ein bisschen nervig, so, ja, wieder der Kampf, aber mittlerweile denke ich mir, ja, ist schon lustig. Er wird richtig krass OP. Irgendwann wird er dann One-Punch-Man, nur wegen Mario. Und Mario ist so der Einzige, der besiegen kann, aber er kann alle anderen besiegen. Das finde ich lustig. Aber Spaß beiseite. Wir sind angekommen. Dun, dun, dun. Peaches Schloss. Ja, Freunde. Das Finale steht uns bevor. Hier gibt's kein Kuchenessen mehr. Toad! Was machst du denn da? Also Mario weiß das ja nicht, dass er da ist. Hier sind nur Kleider drin! Bitte nicht öffnen! Mario! Oh, wie schön! Du bist gekommen, um mich zu retten, stimmt's? Puh, ich hatte solche Angst! Danke, dass du gekommen bist! Wenn du schon mal da bist, möchtest du ein kurzes Nickerchen halten? Aber eigentlich scheint sie völlig ausgeruht zu sein. Möchtest du trotzdem ausruhen? Nee, brauche ich nicht. Okay, viel Glück. Ich halte zu dir, Mario. Von hier drinnen aus. Okay. Falls sich hier noch irgendwelche Toads verstecken, kommt raus. Mario, der Sieger und Retter ist hier. Es ist vorbei. Und hier wird gekocht. Kann ich auch was kochen? Nee. Ich hoffe, Peach kocht mir einen leckeren Kuchen. Am besten so einen, wie er ihn für den großen Fat Guy gemacht hat. Nee, der heißt ja Gourmet Guy, aber man könnte ihn auch den Fat Guy nennen. So. Was haben wir denn hier? Seht ihr eine Game Show? Nee. Ist alles abgebaut worden. Auch ganz cool. Ey, am Ende haben die hier irgendwo noch Super Secret was verpackt. Aber ich glaub's nicht. Aber es wäre interessant gewesen, weil dann hätte man sich hier nochmal als Mario genau umschauen können für einen richtig coolen Orden noch gegen Ende hin.
Das hätten die machen können. Haben sie aber nicht. Hm. Na gut, Freunde. Gehen wir weiter hinauf. Oder ist hier noch was? Nee? Nee. Hier ist nichts mehr. Aber hier ist noch ein wenig. Ein paar Türen, die wir checken können. Dann gehen wir die mal abchecken. Ich würde sagen, von rechts bis links alle nach der Reihe. Ist der Gummiga? Nee, der Gummiga ist nicht mehr hier. Aber mit den Kugeln kann ich auch nicht sprechen. Oh, magische Kugel, bitte sag mir, werde ich diesen Kampf gegen Bowser gewinnen? Na, okay, gut. Ich glaube, die Antwort wissen wir alle. Natürlich werden wir das schaffen. Leer. Spätestens hier hätte ich auf jeden Fall die Dinger gefunden. Ich habe sie ja wirklich erst vor ein paar Folgen gefunden. Die waren die ganze Zeit in dem Wahrsagerhaus. Oh Mann. Schon ein bisschen traurig das Ganze. Aber na gut. Und ich habe das Gefühl, dass Cammy Cooper alles vorbereitet hat. Mit Bowser und Peach. Ach schau mal, hier ist ja der Raum. Wo oben noch ein Orden war. Der glaube ich jetzt weg ist. Oder war ich hier oben? War der hier links? Ich weiß auf jeden Fall, dass... Ach, war das gar kein Orden? War das nur ein Item? Ja, aber selbst wenn. Wie kommt man denn da an das Item dran? Gibt es hier irgendwo einen geheimen Weg? Ich weiß eigentlich... Oh, schau mal hier. Mit Peach kann man nicht springen. Nur mit Mario kann man springen. Gumbari kann auch nicht nach oben. Für den ist das auch zu schwer. Warum war das jetzt so? Mario! Komm schon! Bis am Ende deines Abenteuers und jetzt kannst du nicht einmal mehr springen? Ist dann doch nicht einfach die Büchse voll da, oder? Ich hoffe nicht, dass er Angst hat, sonst hätten wir ein Problem. Aber ich glaube, das bringt auch nichts, darüber zu springen. Hier ist ja nichts. Also, außer das Item da. Aber eigentlich muss ich ja noch ganz da oben hinkommen. Und das sollte ich eigentlich von dort oben direkt schaffen können. Oder? Ich springe einfach hier nach links. Ja, wozu mache ich mir die Mühe, wenn es so einfach geht? Mal wieder. Okay, ein weiteres One-Up. Und ja, ich wollte eigentlich das ganze Spiel ohne die Dinger spielen, aber die werden einem so hinterhergedrückt in diesem Game, also da kann ich ja mittlerweile nicht mehr Nein sagen. Aber ich war der Meinung, hier war noch im Orden. Vielleicht habe ich das übersehen. Oder es gab es nur mit Peach zu holen damals. Na, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Jetzt ist es egal. Und hier gibt es auch gar nichts mehr. Das Ding kann ich auch nicht umdrehen. Okay, Freunde. Ich schätze, das ist Zeit für ein Finale. Mehr gibt es hier nicht. Wir können kurz nachschauen, ob Peach noch in ihren Gemächern ist. Peachy Baby, hallo. Mal gucken, versteckt sie sich hier vielleicht? Ihre Kleider sind wunderschön, aber sie sehen alle gleich aus. Dies muss wohl ihr bevorzugter Stil sein. Das ist doch schön. Immer das gleiche anzuziehen, wie ein Cartoon-Charakter. Ja, hier doch. Das sind Kosmetikartikel. Mario ist auch ohne sie hübsch genug. Oh, aber sowas von. Ein gerahmtes Bild von Mario. Oh, Mamma Mia. Ne, Mario ist zu blöd dafür. Das findet er nicht hinter dem Bild. Findet sich hier irgendwas anderes noch? Ich hätte vor, hier könnte man am Ende des Games auch noch mal ein paar Sternsplitter finden. Das wäre es jetzt. Nee, aber es würde keinen Sinn machen. Ein kuscheliges Bett. Es sieht aus, als wäre es eigens dafür gemacht, darin die süßesten Träume zu haben. Oh, komm, gib her. Komm, ein paar Nächte ohne Albträume, da bin ich sowas von drin. Eine Vase voller zarter Blumen. Nee, was? Da steht ein Vase. Da steht ein Vase. Sehr gut gemacht. Sie duften himmlisch. Das soll ich doch mal hoffen. Also so schlimm hat sie sich aber hier nicht in ihrem Gefängnis. Ist doch ganz schick. Aber natürlich, wir wollen sie natürlich retten. Vielleicht macht sie auch dann was ganz Schickes mit Mario. Finden wir es beim nächsten Mal heraus. Und das Bild von Pilzkönigreich ist komplett fake. So sieht das nicht aus. Okay, gut, es sieht nie richtig aus. Es ist immer anders. Aber na gut.